Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ja, wir sind nicht, oder die Kleine und ich, wir sind gerade erst aufgestanden. Es ist noch relativ früh am Morgen. Aber ich nutze gerade die Chance, wo sie beschäftigt ist. Ja, das, was ich mir raussuchen dürfte von Globalent. Ich dürfte nochmal eine Kooperation machen. Da freue ich mich unglaublich sehr. Nicht beachten. Ich bin nebenbei am Basteln. Und das möchte ich euch zeigen. Natürlich bekommt. Werde ich alles in der Infobox verlinken, alles, was ich mir rausgesucht habe, auch die Webseite selber und einen Code, der NATA10 ist, den verlinke ich oder setze den auch nochmal selber in die Infobox. Ich nutze den selber auch. Bei meiner letzten Bestellung habe ich den auch wieder genutzt. War es nämlich schon wieder Bestellung unterwegs. Auf jeden Fall zeige ich euch mal, was ich mir rausgesucht habe. Erstmal diese Nummer hier. Das sieht man das schlecht, weil es verkehrt rum ist. Ich will das jetzt eine kaputt machen. Nee. Das will nicht abgehen, weil die sind verkehrt rum drin. So, jetzt sieht man sie besser. Genau. Das sind süße Gnome. Ah, die haben echt zuckersüße Gnome. Die hier. Dann dürfte ich mir dieses Set raussuchen. Das ist die Nummer. Wie gesagt, ich werde auch nochmal alles in Infobox verlinken. Das sind mehrere Sachen. Einmal ist es so eine Hintergrundstanze. Standschablone. Die Sonne kommt weg. Dann hat man quasi die Streben. Und man kann dann die Felder hier einzeln nutzen. Ja, meine Idee kommt. Klingt blöd, aber ist so. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Wolken. Dann steht hier Sunlight. Dann hier so ein Dingenskirchen, so ein Tag. Da haben wir nochmal eine Wolke, sehe ich gerade. So eine Randstandschablone. Und eine Sonne. Kann man separat auch nochmal ausstanzen. Die Nupsis kann man wegmachen. Sehe ich gerade. Mit Gesicht. Ja, das hier. Dann die Standschablone mit der Nummer. Ich freue mich, dass ich nochmal. Ich habe mich echt mega gefreut, als ich gesagt habe, ich darf noch einmal raussuchen. Ach, das ist so schön. Das sind so. Das sind die Schmetterlinge und so, ja, Blättergedönsi. Sie. Das stanzt quasi den Rand aus. Dann hier die Blümchen, die sind größer als ich gedacht habe. Aber sehr schön. Und diese Blümchen. Ach, das ist meine Liste. Da ist meine Liste. So. Und dann das Set. Das ist diese Nummer. Mache ich auch mal auf. Kleine muss heute zum Zahnarzt. Deswegen ist sie heute daheim. Das sind die hier. Auf der Webseite sind die als Regenbogen dargestellt. Werde ich tatsächlich auch so nutzen. Aber kann schon reden. Ist ein Video. Ja, da habt ihr sie gehört. Und die Idee werde ich. Ja. Die Idee werde ich natürlich dann auch so weiterführen. Wobei mir noch eine andere Idee gerade kommt. Ach, da sieht man es. Das wäre so ein richtiger Regenbogen. Der ist auch richtig groß. Dann den hier. Könnte man auch als Torbogen nutzen, ne? Und das hier. Da haben wir dann nochmal Wolken in verschiedenen Größen. Und dann hier so eine Wolke. Ja, das war's. Ich freue mich schon aufs Basteln. Ich hoffe, ich komme dazu. Heute nicht mehr, glaube ich, aber am Wochenende.
Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund und bye bye.